Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Guide zu Pacific Drive. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um Plasma gehen, eine Ressource, die wir suchen. Und ihr seht schon links und rechts hier neben mir diese schönen Generatoren. Das sind die Orte, an denen wir Plasma finden können, denn das sind die sogenannten Plasma-Generatoren. Und wenn wir den mal scannen, dann sehen wir hier, wir bekommen ein Werkzeug empfohlen. Das ist der schöne Impulshammer, denn mit dem können wir das Ganze einmal aufhämmern. Jetzt hat das ein bisschen Schaden genommen, dann nochmal drauf und dann sollte das Ganze aufgehen. Ich stelle mich hier auch besonders klug an. Und hier ist das begehrte Plasma. Oft gibt es noch ein bisschen Kupferdraht und Glas dazu. Das Ganze ist ja in einem schönen Glasbehälter. Und so kommt ihr an Plasma. Die Gebäude hier sind tatsächlich auf der Karte eingezeichnet. Wo ihr aber gut Plasma auch finden könnt, sind die Funktürme hier. Passt hier ein bisschen auf, denn ihr seht, der wirft mit Blitzen nach euch. Ihr müsst hier also wirklich ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr euch dem ganzen Ding nähert und den Blitzen ein bisschen ausweichen. Also die kommen sehr, sehr gern, sehr gezielt in eure Richtung. Also nehmt euch da wirklich in Acht und öffnet dann die Generatoren und sichert euer Plasma. Da seht ihr es, mich hat schon direkt erwischt. Habe ich natürlich nur zum Showzwecken gemacht hier. So, jetzt kommt der nächste. Also es ist fies, aber es wird euch gelingen und ihr könnt das Plasma sichern. Das soll auch schon heute der ganze Guide sein. Ich hoffe, wie immer, er hat euch geholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Guide. Bis dahin und tschüss.